Willkommen zurück im Kurs Dynamik. Ich möchte Ihnen mit diesem Video zeigen, wie Sie aus einem gegebenen Vx-Diagramm ein Ax-Diagramm erstellen. Es handelt sich hier wieder um die geradlinige, bereichsweise definierte Bewegung. Hierzu habe ich das folgende Vx-Diagramm angezeichnet. Das heißt, das ist jetzt hier nicht das Vt-Diagramm, das heißt also die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit, sondern die Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom Weg. Und aus diesem Vx-Diagramm soll jetzt das Ax-Diagramm erstellt werden, das heißt also das Beschleunigungswegdiagramm, das heißt also die Beschleunigung in Abhängigkeit vom Weg. Dazu sieht man hier zwei Bereiche, und zwar einmal den Bereich mit diesem linearen Geschwindigkeitsanstieg bis x gleich 60 Meter, und dann sieht man hier eine konstante Geschwindigkeit von 20 Meter pro Sekunde. Beginnt tut das Ganze hier nicht im Ursprung bei 0, sondern bei 5 Meter pro Sekunde. Bevor jetzt das Ax-Diagramm erstellt werden kann, muss zunächst einmal hier diese Funktionen für die einzelnen Bereiche bestimmt werden, das heißt die Geschwindigkeitsfunktionen. Für diesen ersten Bereich hier kann man die Geradengleichung verwenden, das heißt also y gleich mx plus b. Die y-Achse ist in dem Fall die v-Achse, die x-Achse ist die x-Achse und b ist der Schnittpunkt mit der v-Achse. Das heißt, ich passe jetzt die Gleichung dem Koordinatensystem an. V gleich m mal x plus b. B ist wie gesagt der Schnittpunkt mit der v-Achse, in diesem Fall bei 5 Meter pro Sekunde. Das heißt also, b sind gleich 5 Meter pro Sekunde. Jetzt fehlt noch die Steigung m. Die Steigung ist hier von diesem Punkt aus gesehen. Gehen wir 60 Meter nach rechts und 20 Meter pro Sekunde, nee, nicht 20 Meter pro Sekunde nach oben, sondern die 20 Meter beziehen sich ja von dem Ursprung hier, sondern 20 minus 5 Meter pro Sekunde nach oben. Das sind also 15 Meter pro Sekunde. Das heißt also 60 Meter nach rechts und 15 Meter pro Sekunde nach oben. 15 Meter pro Sekunde durch 60 Meter. Das ist jetzt die Steigung. Das ist dann also gleich 0,251 durch Sekunde. Das Meter kürzt sich raus. Und jetzt kann eben hier diese Geradengleichung bzw. der Geschwindigkeitsverlauf für diesen ersten Bereich hier aufgestellt werden. Den bezeichne ich jetzt mit V1, das heißt also die 1 für diesen ersten Bereich gleich 0,251 durch Sekunde mal x plus b, und b ist 5 Meter pro Sekunde. Das ist also jetzt hier der Geschwindigkeitsverlauf für den ersten Bereich. Jetzt muss noch dieser zweite Bereich betrachtet werden. Hier, das ist ganz einfach. Es handelt sich hierbei um eine konstante Geschwindigkeit nach 60 Meter bis 150 Meter. Fährt also das Fahrzeug, das Fahrrad, wie auch immer, 20 Meter pro Sekunde. Das heißt also V2 ist gleich 20 Meter pro Sekunde. Jetzt kann man hier noch eben die Intervalle einfügen, von wo bis wo das gilt. Dieser erste Bereich gilt für x größer gleich 0 und kleiner gleich 60 Meter. Und dieser zweite Bereich gilt für x größer gleich, nicht 60x, sondern 60 Meter und kleiner gleich 150 Meter. So, und mit Hilfe dieser zwei Funktionen kann jetzt eben dieses Ax-Diagramm bestimmt werden. Hierzu muss natürlich erst einmal der Verlauf der Beschleunigung bestimmt werden in Abhängigkeit vom Weg. Und das möchte ich jetzt in dem nächsten Schritt zeigen.